Ja, hallo, liebe Mituntertanen in der ungefährlichsten, aber hochgekochtesten Pandemie aller Zeiten. Jetzt haben sich ja gestern oder irgendwann jetzt da die Tage unsere Provinzfürsten mit der Kaiserin getroffen. Nur mal so zwischendurch. Da ist die Sache mit den Füchsen auf den Podesten. Und wenn ich jetzt rumgehe, da ist der Topf. Also Fuchs und Marder hier sind vielleicht 4 Meter auseinander oder 5. Damit man das mal weiß. Ja, so, wo war ich? Ja, ich hoffe, wir wissen mittlerweile alle, dass diese Zahlen, die uns da jeden Tag um die Ohren gehauen werden, weil man uns in Angst halten will, sowas von nicht aussagefähig sind, dass es eigentlich jedem mittlerweile in den Ohren klingeln würde, müsste. Ja. So. Und die Maßnahmen, da brauchen wir nicht drüber reden, die sind sowas von überzogen, dass man ja nur noch mit dem Kopf schütteln kann und sich fragt, warum gehen die Politiker dieses Risiko ein? Die müssen doch immer auch damit rechnen, dass sie widerlegt werden. Und dass ihnen gesagt wird, hört mal zu, was habt ihr da gemacht? Wer ist dafür verantwortlich? Wer trägt die Verantwortung dafür? Wer steht dafür gerade? Aber nix. Ja. So, und dann komme ich zu dem Widerstand dagegen. Widerstand in Anführungszeichen. Oh, ein bisschen hell. Warum ich immer so ein bisschen kritisch mit diesen Querdenkern bin. Ich stelle euch mal ein Video unten in die Beschreibung. Guckt immer auch in die Videobeschreibung rein unten. Ein sehr vernünftiges Video von einem Kanal, den ich sehr schätze. Hallo Meinung. Da geht es um dieses Denunziantenportal in Essen. Ich meine, ich hätte neulich gelesen, das wäre jetzt mittlerweile aufgelöst worden, aber ich weiß es nicht. Es war jedenfalls noch akut, als der dieses Video gemacht hat. Ja. Kann ich voll mitgehen, dass das eine Sache ist, die an längst vergangene Zeiten erinnert. Nur, welche Folgerungen zieht er jetzt daraus? Der gute Peter. Welche Folgerungen ziehen auch die Querdenker aus diesen überzogenen, unverhältnismäßigen Aktionen oder ja, Beschränkungen, die uns unsere Politiker auferlegen? Welche Folgerungen daraus? Was soll passieren, damit sich was ändert? Ja, wir müssen wach werden. Wir müssen, was weiß ich, auf eine Demo gehen gegen diese Masken, gegen das Beherbergungsverbot und sowas. Ja? Ja, liebe Leute, glaubt ihr denn, dass das irgendwas bringt? Glaubt ihr denn, dass wenn morgen die Masken fallen würden, dass dann sich was ändern würde? Nein, es würde sich nichts ändern. Ja? Die Masken sind nur ein Symbol. Worum es hier gehen muss, meines Erachtens, das meine ich hier. Oha, wird immer heller, wenn ich die Hand davor halte. Ich hier meine das. Ja?
Es muss darum gehen, diese Politikerkaste, die derzeit in Berlin regiert, aus dem Sattel zu heben. Die dürfen nicht weitermachen können. Ja? So. Welches Rezept habe ich? Gar keins. Ich habe auch keins. Die Situation ist so verfahren, dass man da gar kein Rezept haben kann. Nur am Symptom Maske rumzudoktern, ist meines Erachtens zwar schön und gut und richtig, aber es wird uns nicht weiterhelfen. Wir müssen, wenn schon ein Satz mit wir müssen anfängt, aber man ist darauf gedrillt, den mag ich schon nicht. Ja? Was wir brauchen, ist, ja, eine Partei, und die möge sich bitte ganz schnell gründen. Von mir aus auch den Querdenkern heraus. Die wird sich ja dann auch füllen mit Leuten, die zwar auch diese friedliche, liebevolle, meditationsgeprägte Richtung haben. Aber da werden auch Leute zukommen, die ein bisschen praktischer denken. Ja? Und die brauchen wir meines Erachtens. Wir brauchen Leute mit Sachverstand, die wissen, was sie wollen, und die diametral anders mit den Freiheiten, die uns das Grundgesetz gibt, umgehen wollen, wie die, die jetzt am Ruder sind. Die brauchen wir. So, wie kommen wir dahin? Das ist die große Frage. Ja? Auf die AfD setze ich da nicht, absolut nicht. Das sei ganz klar gesagt. Die hat Zeit genug gehabt, sich entsprechend in Szene zu setzen und zu positionieren. Haben sie nicht gemacht. Die kümmern sich nur um sich selber. Meines Erachtens sind die Teil des Systems. Was es braucht, ist eine aus dem außerparlamentarischen Raum heraus sich bildende Alternative, eine neue Alternative. Die muss fern sein vom rechten Gedankengut. Die muss fern sein vom rechten Gedankengut. Sie muss grundgesetzkonform sein. Ja? Die darf sich gar nicht erst in die Versuchung führen lassen, als rechtsextrem bezeichnet zu werden. Das brauchen wir. Wir brauchen quasi eine neue Bonner Republik. Wir brauchen eine CDU, die wieder CDU ist, eine CSU, die noch ein bisschen rechter ist, wo man sich dann drüber ärgern kann. Wir brauchen vor allem eine FDP, die wieder freiheitliche Positionen vertritt und sich nicht verhangelt in irgendwas. Ja? Dann können wir dem linken Mainstream die Grenzen zeigen. Und dann kommen wir auch dahin, mit diesem Virus zu leben. Der wird uns nicht verlassen, der bleibt uns. Das ist aber gar nicht schlimm. Unsere Lymphozyten müssen es schon richten. Die werden es auch richten. Ein Virus bekämpft
das Immunsystem. Und wir brauchen dringend ein Immunsystem gegen unsere derzeitigen Politiker. So, mehr wollte ich nicht sagen. Bisschen theatralisch, aber ich wünsche euch noch was. Schönen Abend.